Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Model Survival. Wir haben in der letzten Folge hier so Portaldinger gekriegt. Hä? Hey. Minecraft Sound leise gemacht? Ah. So, wieso funktioniert das denn jetzt nicht? In die Richtung geht, in die andere nicht. Oh Mann, oh. Machen wir das mal eben ab. Dann machen wir da mal wieder so ein Stein hin. Dann mal da wieder hin. Dann brauche ich die Quelle und dann brauche ich Redstone. Damn it. Mann Gottes, das ist doch nicht wahr. So. Aha. Da geht's wieder. Gut, lassen wir die Fackel da mal stehen. Wir machen uns hier ein bisschen Licht an. Denn das wird ja jetzt unser Lager. Dazu bräuchte ich doch mal ein bisschen Cleanstone. Das heißt, wir brennen uns hier mal ein bisschen da durch. Da ein 64er Stack, da ein 64er Stack. In der Zeit ein bisschen Knochenmehl machen und ein bisschen für unser Feld wirtschaften. So, da ein bisschen was, da ein bisschen was, da ein bisschen was. Machen wir komplett. Da auch noch ein bisschen was. Natürlich insgesamt scheißen wenig, weil die halt ja verändert haben. Aber egal. So. Da rein, da rein. Ja. Hier haben wir so noch kein Glas. Das heißt, ich nehme mal eben ein bisschen Sand mit. Na, da gerade der sowieso da am Brutzeln ist, dauert das ja so ein bisschen. Können wir hier mal den See richtig machen, das sieht da hier aus. Schlimm, schlimm, schlimm. Mache ich hier die Ströme durcheinander? Nee. Fließt alles wieder in sich zusammen. So, das sollte reichen. An Glas. Oder an Sand für Glas. Und schon für gleich. Zack. Ja, dann muss ich natürlich jetzt hier irgendwo Kobbel rausnehmen und Sand reinlegen. Ich kriege sogar Erfahrung, wenn ich Steine mache. Okay. So. Wir brauchen jetzt erstmal den Boden hier. Das heißt, das Wasser muss hier weg. So, dann machen wir das hier mal zu. Fast. Ein bisschen kleinarbeiten. Huch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ist die Fackel hingeflogen? So, das sollte reichen für einen kleinen Lagerraum. Stellen wir die Fackel mal dort hin. Haha, ha. Wo? Komm hier. Komm. Komm doch. Na gut, wir machen hier. Da. Ist sie? Komm hier. Komm mit deinem Tod. Komm. Gut. Die hätten wir erwischt. Das Ganze muss auf jeden Fall ein höher sein. Keine Lust ist, einen tiefer zu bauen. Oh, jetzt fliegen die ganzen Items da durch. So, bis hierhin. So, und dann jeweils. Ja, mache ich hier noch die Schneise mit. Wieso habe ich da Geld gekriegt? Ach, Erfahrung meine ich. Keine Ahnung. So. Machen wir das hier noch weg. Und das bisschen hier auch noch. Dann brauchen wir nur noch Cleanstone. Damit wir auch hier oben die Decke voll machen können. Und dann machen wir da oben ein bisschen Terraforming noch.
mit Dreck. So, jetzt haben wir hier Glas. Daraus mache ich immer liebend gern diese Glaspanes, weil man davon einfach dann mehr hat. Und so schlimm sehen sie ja auch nicht aus. Zack, 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 zack. Und zack, zack. So. Rein damit, auch mit dem Glas. Ja, die Kiste wird so langsam voll. Ach ja, das kann ich da oben ja. Ach, das ist immer noch ein Brutzeln. Warten wir das eben ab, bis er die zwei Glas da fertig hat. Oder die zwei Sand. Eher gesagt. Dann werfen wir den restlichen Kabel wieder rein. Gabel, 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 Gabel. Du, 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 du. So, das Glas da rein. Dann haben wir schon wieder ein bisschen Cleanstone, womit wir hier das Wasser weiter wegmachen können. Block, block, block. Block. Ah. Eine schöne Arbeit. Wir können ja schon mal in der Zeit mit dem Dreck, den wir hier haben, hier nach oben gehen und ein bisschen gucken, dass wir hier so ein so Terraforming machen, so mäßig so. Da muss hin, da, da, da. Machen wir das hier schon mal zu. Sieht doch fast aus wie neu, wenn hier Gras gewachsen ist. Hoppala. Huh, meine Maus verzieht ganz schlimm gerade. So. Da kommt hier noch was hin. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier mit dem Eingang machen. Machen wir das so. So. Und dann hier noch Dreck hin. Dreck, Dreck, Dreck. Nein, hier nicht. Hier zu. Und dann so. Allzu viel. Oh, da hinten steht ein Skelett. Dazu so. Wir können ja immer durchs Portal rein. Und es sieht aus wie ein Berg. Fast. Fast wie ein Berg. Da haben wir 13 Steine, dann haben wir 12 Steine. Sehr gut. Weil er hier fertig ist, sieht das auch ein bisschen besser aus. Hoffe ich. Ich habe da Baukünste ist nicht so meins, aber ja, wird schon. Das muss weg, das muss weg. Das ist auch irgendwie blöd. So, dann muss das da noch weg und das muss noch weg. Das heißt, da müssen wir einen hinsetzen. So, von innen sieht das irgendwie noch ganz komisch aus. Jetzt kommen wir hier. Da kommt Dreck hin, da kommt Stein hin. Dann müsste ich das Portal schon nochmal wegmachen. Und da gleich eben Stein hintersetzen. Damit der Cobblestone da wegkommt. Aber ich habe ja gerade keinen, das ist wieder zurück. Ist schon sehr praktisch. Man kann sich auch später Portal ganz machen. Dafür müssen wir aber, glaube ich, den Wither besiegen. Ich glaube, es war der Wither, den wir besiegen müssen. Weiß ich nicht mehr. Wo haben wir es? Portal Spawner. Da. Oh, direkt wieder richtig eingestellt. Sehr schön. Dann können wir hier noch. So. Zack, zack, zack. Und da können wir auch noch ein bisschen was rausbuddeln. Und diese Ecke hier. So. Diese Ecke auch. So. Da sieht das schon mal einigermaßen okay aus. Also wir können uns hier schon mal
die ersten Kisten hinstellen. Wir haben da noch 8, die wir von da oben mitgenommen haben. Dann können wir. Okay, das muss anders gemacht werden. Zack, zack, zack. Das da raus. Da muss gleich Cleanstone hin. So, dann können wir hier nämlich schon mal 2 hinsetzen. 1, 2. Dann können wir da eine vorsetzen. Da können wir 2 hinsetzen. Ich will da eigentlich eine zwischensetzen, aber das geht ja nicht. Dabei brauche ich hier eine Trapped. Wie kann man diese Trap-Dinger machen? Mal eben schnell nachgucken, dann kann ich die nämlich dazwischen stellen. Weil bewirken tun die ja nicht sehr viel. Ich bin mal eben im Mimimi-Kraft-Wiki. Wenn es denn laden würde. Chests. Chest, mach ich einfach mal. Dann müsste ich auch auf die Trapped-Chest kommen. Mit einem Tripwire-Hook, okay. Und die mache ich wie? Eisen, Stick, Holz. Eisen, Stick und Holz. Ein Eisen, ein Stick haben wir noch übrig und ein Holz. Dann brauche ich das da oben. Da und da da. Tripwire-Hook. Trap Chest. Sehr schön. Die können wir jetzt nämlich dazwischen stellen. Tada! Sehr gut. Item Frames. Wie machen wir die nochmal? Frames. Item Frames, Item Frames, Item Frames. Mit Leder und Stickies. Leder haben wir 6. Ist ganz gut. So, alle da rein. Stickies können wir uns aber welche machen. Upsala. Nicht wegschmeißen. So, machen wir uns mal so. Ich weiß nicht genau, wie viele wir brauchen. Paar mehr anscheinend. 4. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Stickies. Yay, passt sogar genau. Da haben wir schon mal 6 Item-Frames. So, dann kommt da einer hin. 2, 3, 4, 5, 6. Da muss einer hin. Ich brauche einen Stein. So. Das ist fertig. Block. Ah, das wird eh alles hier noch schöner irgendwann. Soll er nur ein Lager sein und kein Wohnraum? Palim. Eine E-Mail. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Die will ich mir mal gleich angucken. Ups. So, dann muss ich mal gucken, dass ich hier das nochmal wegziehen kann. Dann mache ich hier noch eine Wand rein. Die muss ich dann gleich nur noch von außen verbergen. Da muss ich einfach nur wieder eine Dreckleiste ziehen. So, dann haben wir schon mal hier überall Stein. Gut, dann machen wir hier Dreck. Ups. Dreck rein. Und Cobblestone. Das heißt, da tue ich Dreck hin. Dann kommt hier Holz rein. Was zum Teufel? So, da kommt Holzrinne. Dann tue ich hier Essen rein. Ja, Steine kommen auch da rein. Dann holen wir mal das Zeug aus den Kisten. So, die Bücher. Das ist alles was Wichtiges. Hole ich mal eben mit. So, Wichtiges kommt da rein. Dann tue ich mal
kann ich auch ein Gold noch rein tun. Dann mache ich ein Iron und ein Gold da rein. So, die verzauberten Bücher, Lapis Lazuli, Redstone. Alles Wichtige da drin. So. Was haben wir denn dann noch? Portalspawner. Mob Drops. Haben wir hier noch? Da ist noch Dreck, Gravel, Cobblestone, Flint, Holz. Da auch noch was aus Holz. So, Cobblestone, Gravel, Dirt. Alle da rein. Flint gehört auch dazu. Dann da Holz und Holz. Tue ich auch erstmal hier rein. Bis ich eine Spezialkiste gemacht habe, sozusagen. Essen habe ich gerade nichts. Hier kommt Mob Drop hin. Dann habe ich leider keine Frames mehr, weil ich kein Leder mehr habe. So, Glas, Pilze. Ja, den können wir einfach erstmal hier drin lassen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir schon mal ein kleines vorläufiges Lager. Ich bessere dann nochmal eben den Kram aus, den ich gerade draußen kaputt gemacht habe. Genau hier, man sieht das sehr schön noch. Jetzt gleich nicht mehr. Fast professionell verborgen. Man könnte gar nicht auf die Idee kommen, dass da irgendwas ist. Nein. Ich hasse es, wenn hier überall Gras ist. Ja. Nein. Setz das da drauf. So. Schon fast echt. Gut. Hier ist alles fertig. Das heißt, wir machen uns dann in der nächsten Folge auf in eine Höhle, nehmen dann die Silk Touch Spitzhacke mit, Sharp Hitzhacke und ja, ein neues Schwert können wir uns schon mal machen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann ein paar Stickies mitnehmen, Fackeln wäre eigentlich auch noch eine gute Idee. Das heißt, ich sollte mal ein paar mehr Stickies noch mitnehmen. Holzknopf brauche ich jetzt nicht. So, wusch. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Kohle, ne? Na gut, Schwert. Hier. Und dann noch ein paar Fackeln. Na los. Hallo, was ist denn jetzt los? Na gut, benutzen wir die ganze Kohle. Stickies wieder in die Kiste rein. Hier sollten wir auch wieder ein paar Fackeln anbringen. Sonst spawnen uns hier noch die Monster. Wäre natürlich nicht allzu geil. Und ich würde sagen, danke, dass ihr für diese Folge dabei wart. Etwas kürzer. Dafür waren die anderen ja extrem lange. Und wir sehen uns in der nächsten Folge am Montag wieder. Danke und tschüss.